Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ist schon erstaunlich. Der Minister sagt, man braucht keine Baugenehmigung. Der SPD-Vertreter legt größten Wert auf Baugenehmigung. Gut, die Freistellungsregelung, die der Minister angesprochen hat, die waren nicht gemeint. Das ist auch völlig richtig. Der von Frau Kröger monierte Punkt, dass man dann überall Wagen hinstellen könnte, das ist natürlich falsch. Eine Sondernutzungserlaubnis braucht man natürlich immer noch. Und für Frau Berg, die meisten dieser Verkaufswagen oder zumindest ist ein großer Teil, die sind halt nicht 10 Quadratmeter groß, sondern leider 14 bis 15. Danke.